bei mir Sönke von FC Stuhlen The Game. Ist das richtig? Genau. Ja. Oh, da kommt gerade die Mannschaftsführerin von Tasmania Rasendisco. Schön, dass du da bist. Ja, spektakuläres Spiel. Gerade eben wieder viele Tore. Ja, wie hast du es erlebt? Ja, am Anfang haben wir auf jeden Fall gut dagegen gehalten. So, da haben wir auch, ich glaube, in den ersten 10 Minuten nur 2-3 Tore gemacht. Und ja, klar, zum Ende wurde es mehr. Da bricht man natürlich auch ein, die Motivation schwindet und so. Vielleicht gleich das Wort an die Kapitänin. Ja, wir haben unser Bestes gegeben, aber ja, wir sind halt auch körperlich unterlegen teilweise von Spielerinnen her. Da kann man einfach nichts machen. Ja. Aber dafür seid ihr vielleicht geistig überlegen, wie kann man das auf den Platz bringen? Ja, geistig überlegen wahrscheinlich schon, aber uns geht sowieso hauptsächlich um Spaß. Ihr habt ja jetzt vor der Saison euch entschieden, diesmal mit Torwart zu spielen. Ihr habt dafür ja quasi einen Feldspieler geopfert. Ist das Konzept aufgegangen bisher? Ja, es ist aufgegangen, weil es ein neuer Spieler war. Also war ein Neuzugang und von daher ist auf jeden Fall aufgegangen. Aber von welchem Spieler sprechen wir denn jetzt? Weil ihr habt ja den Torwart gewechselt in der Halbzeit. Von dem zweiten. Nee, der normale Torwart war gar nicht dabei, der war die ganze Zeit auf dem Platz. Ja, für euch hat es ja ganz gut funktioniert, vor allem in der Offensive. Wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen? 13-0, glaube ich. Ich glaube 13, 14, 13. Keine Ahnung. 13-0. Ja. Man merkt hier schon, Ergebnisse zählen nicht im Unisport. Es geht tatsächlich um das Erlebnis, um das, ja, was drumherum passiert. Wenn ihr euch hier so umschaut, was ist so speziell an der Uniliga? Das ist geil, hier kann einfach jeder mitspielen. Bei uns in der Mannschaft sind auch nicht nur Vereine, also wir haben glaube ich nur 2 Vereinsspiele, der Rest sind auch alles Hobbykicker, teilweise zum ersten Mal gespielt. Und hier einfach das Feeling hier, besonders heute ist geil, so ein Doppelspieltag, aber sonst jeden Mittwoch nach der Uni hochzukommen, also erst ein bisschen kicken, dann noch ein Bierchen trinken, Bratwurst grillen und so, das ist einfach wirklich nur Spaß und so. Und hier gibt es halt keine Verletzungen, gar nichts, alle spielen hier nur für den Spaß. Die Uni versucht jetzt dem hohen Verletzungsrisiko entgegenzuwirken und hat sich ein neues Sicherheitskonzept überlegt, was wir hier im Hintergrund sehen. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Schützt das die Spieler wirklich? Im einzelnen Zusammenprall sicher, aber die Gesamtheit der Zusammenstöße, die damit provoziert wird, überkompensiert wahrscheinlich den Erfolg. Also in Ihren Augen ganz klar Irrsinn? Naja, aber netter Irrsinn. Netter Irrsinn, gut. Ja, Pöhler TV berichtet heute live hier aus dem Raumfahrtzentrum. Hinter mir Astronauten, die für den nächsten Einsatz auf dem Mars trainieren. Die Angst geht um hier auf dem Göttinger Iffel. Spieler schützen sich nur noch mit Luftpolstern. Ist das die Zukunft? Auf jeden Fall, aber es ist tierisch anstrengend hier. Schlimmer als zu spielen hier. Ja. Ist das nicht immer so beim Sport? Kannst du dir vorstellen, dass im Fußballsport dieses Gerät zukünftig vermehrt Anwendung finden wird? Das kommt auf jeden Fall auf den Pegel drauf an von dem letzten Abend. Das ist auf jeden Fall sicherer mit Schutz. Ja, wie hoch ist deiner? Dürfte noch nicht bei 0 sein auf jeden Fall. Oder sagen wir mal so, wieder aufgetankt.